Domian, das 1Live-Talkradio. 0800 220 50 50. Domian, im WDR Fernsehen und in 1Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live. Talkradio zu unserer Mittwochnacht-Ausgabe, die jetzt die ersten 10 Minuten erstmal so in kleinerer Runde stattfindet, nämlich hier im Radio bei 1Live und bei 1 Festival. Und das WDR Fernsehen kommt in circa 9 Minuten dann auch zu uns. Also wie immer, mittwochs eine freie Themennacht. Ihr könnt mich anrufen, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ganz egal über was. 0800 220 50 50 oder mailt domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Melanie und Melanie ist 24 Jahre alt. Hallo Melanie. Hallo. Melanie, um was geht's bei dir? Ja, und zwar geht es um meinen Vater. Mhm. Er ist abgeschoben worden, so gesagt, von Deutschland aus. Wohin? In die Türkei. Ja. Und ja, weil er so gesehen sehr viel Sachen gemacht hat, die wirklich schlimm sind. Ja, was hat er denn gemacht? Also, wo ich klein war, da war er gewalttätig gegenüber meiner Mutter. Mhm. Hat sie fast jeden Tag geschlagen, erwürgt und halt ja aggressiv gegenüber ihr und mit Gegenständen gegen ihr Kopf geworfen. Halt solche Sachen. Ich habe das gesehen, wo ich klein war. Ja. Und auch, sie hat mir auch erzählt, wo sie mit mir auch schwanger war, dass er sie einfach von der Wohnung einfach so rausgeschmissen hat und. Ja. Solche Sachen halt. Und hat er außerhalb der Familie auch noch schlimme Sachen angerichtet? Ja, also, wie ich mitbekommen habe, hat er eine Frau vergewaltigt. Mhm. Und war auch im Gefängnis. Mhm. Ja, und also er ist hier in Deutschland auch verurteilt worden und hat hier seine Strafe abgesessen. Genau. Und ist jetzt abgeschoben worden. Genau. Also, ist es jetzt vor kurzem passiert? Oder? Nein, das ist schon vor Jahren, also ungefähr 10 Jahre. Ach so, so lange liegt er schon zurück. Hast du denn noch Kontakt zu deinem Vater? Ja, das ist es. Also, wo ich kam, hatte ich eigentlich gar keinen Kontakt zu ihm. Hm. Wollte ich auch nicht. Und irgendwie kam der Kontakt zustande, dass wo ich immer älter wurde, dass wo ich mein erstes, habe ich mein erstes Handy bekommen. Hm. Und die Familie dann mein Handynummer rausbekommen hat, von ihm jetzt Familie, die mich auch dann angerufen haben und gesagt haben, ja, wie wäre es denn, wenn ich die mal besuchen kommen würde und meinen Vater nicht mal sehen würde. Und hast du das gemacht? Ja, schon. Das heißt, du bist in die Türkei gereist und hast doch deinen Vater getroffen? Auch, ja, genau. Ja. Und hast du mit ihm über seine Vergangenheit gesprochen? Auch, ja. Und wie steht er heute zu dieser Vergangenheit? Also er sagt schon, dass er viele Sachen, viele Fehler gemacht hat und so, aber ich glaube nicht, dass er das ernst meint. Also Du meinst, das sind nur so Sprüche? Ja, genau, auf jeden Fall, weil er ruft jetzt immer noch an, aber wie gesagt, er hat nur einmal jetzt angerufen, aber sonst ruft immer seine Schwester an. Ja. Nur seine Schwester. Und was ist jetzt der aktuelle Anlass, dass du mich angerufen hast? Ja, und so geht es darum, dass ich Angst habe, dass er uns was antut, weil er, so wie ich das mitbekommen habe, will er jetzt sich nach Deutschland schmuggeln lassen. Ach so. Und also ich kann es bei ihm echt denken und glauben, weil er ist zu allem fähig, zu allem. Also er ist. Diese Sorge hast du jetzt seit wann schon? Seit einen Monat. Seit einem Monat. Ja, gibt es denn irgendwelche konkreten Hinweise, dass er euch, also dir und deiner Familie, meinst du doch deiner Mutter? Ja. Es gibt Geschwister noch? Ja, eine Schwester. Ja, also dass er euch etwas antun könnte, gibt es da konkrete Signale oder Hinweise? Ja, weil also meine Mutter arbeitet ja und da kam so ein Arbeitskollege ist ja schon, so ein alter Freund. Und er kennt ja meinen Vater durch früher, damals, so von Hören auch, auch mit, also Kontakt mit ihm auch gehabt. Er weiß, wozu er fähig ist. Also der würde dem das zutrauen? Natürlich, ja. Und er hat auch
zu meiner Mutter gesagt, ja, du, pass mal auf und so, ne? Und meine Mutter meinte, ja, warum denn? Ja, weil ich habe gehört, dein Mann versucht jetzt hierher rüberzukommen. Mhm. Warum versucht er das eigentlich erst jetzt, wenn er schon seit 10 Jahren weg ist? Das verstehe ich ja nicht. Ich weiß ja nicht, ob er davor auch schon mal versucht hat. Mhm. Weiß ich ja nicht genau, aber ich kann mir schon vorstellen. Aber er ist kein dummer Mensch in dem Sinne. Ja. Er kennt sehr viele Leute und... Nochmal die Frage, gab es denn eine klare Ankündigung von seiner Seite, dass er kommen würde? Nein. Die Familie hat das zu mir gesagt. Die Familie hat das gesagt. Genau. Warum sagt die Familie das? Ja, weiß ich nicht. Die meinten zu mir, er würde rüberkommen, jetzt bald und... Das heißt, wenn er hierher käme, hätte er aber sofort die Polizei am Hals, ne? Weil er nicht erwünscht ist hier. Ja, klar, aber... Wenn er uns was antut, ist es dann wiederum zu spät. Dann ist es zu spät, ja. Ja, und deshalb. Und ich habe richtig Angst, dass das irgendwie dazu kommen wird. Ja, schwierige Situation. Ja, und... Was meint deine Mutter? Also, ich weiß, wir reden nicht so oft darüber, aber ich weiß, dass sie echte Angst hat. Und sie redet mit mir nicht so darüber, aber ich weiß auf jeden Fall, dass sie Angst hat. Ihr habt mit der Polizei noch nicht gesprochen. Nein, und ich dachte mir schon, jetzt ist bald zu tun und so, aber dann denke ich wiederum, was können die denn jetzt tun? Also ja, aber ich hielt eine auf jeden Fall ein Gespräch und eine Beratung von Seiten der Polizei durchaus für sinnvoll. Auch wenn sie vielleicht noch nichts konkret unternehmen können, wäre das sicher nicht falsch, ein Gespräch zu führen, vor allen Dingen mit dem kriminellen Hintergrund, der bei deinem Vater vorliegt. Darüber hinaus, Melanie, würde ich dir empfehlen, und wir können dir gerne auch gleich die entsprechenden Telefonnummern geben, dich mit dem weißen Ring einmal in Verbindung zu setzen. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Nee. Das ist eine Gemeinschaft, eine Gruppierung von Menschen, die unter anderem Leuten hilft oder mit Rat und Tat zur Seite steht, wie es jetzt in deinem Fall nötig wäre. Also das ist eine Vereinigung von Opfern, ein Opferverband, der ausgesprochen gute Arbeit leistet und in allen Bereichen, auch vielleicht in dieser Problematik, die du jetzt angesprochen hast, auf jeden Fall die besten Informationen hat. Ja. Das würde ich dir empfehlen, weil ich kann schon verstehen, dass ihr da jetzt etwas wie gelähmt da sitzt und ihr wisst gar nicht, was kann man machen und vielleicht kommt er, vielleicht kommt er auch nicht. Und wenn er kommt, wie kommt er, was könnte er tun und so weiter. Hat er denn auf dich auch eine konkrete Wut? Ja, schon, wo ich klein war. Also hat er mit uns so telefoniert. Da waren auch unsere Bekannten dabei, Lautsprecher an. Und hat er auch gesagt, ich will, dass wir wieder alle zusammen sind. Da war ich aber noch so 8, 9 oder so. Und da habe ich zu ihm gesagt, nee, will ich aber nicht. Ich möchte bei meiner Mutter bleiben, weil er zu mir gesagt hat, ja, ich will euch zu mir holen. Und ja, verstehe. Und da habe ich das verneint und da ist er sofort aggressiv geworden und meinte, ich brich dir die Knochen, wenn ich dich sehe und deine Familie, ich werde euch sogar alle drei umbringen. Mhm. Und das ist schon beängstigend, ja. Ja, und... Liebe Melanie, wir machen das mal so, wie ich es gerade angekündigt habe. Wir versorgen dich mit der Telefonnummer vom Weißen Ring. Ja. Du kannst auch noch einige Worte mit meiner Psychologin sprechen. Mhm. Und vielleicht solltest du erst beim Weißen Ring anrufen und die können dich dann auch weiter informieren, wie du weiter mit der Polizei vorgehen solltest. Wann du mit den Leuten von der Polizei reden sollst zum Beispiel. Dann bitte ich dich jetzt aufzulegen und wir rufen dich sofort wieder an, okay? Alles klar, okay, Domian, dann mach weiter so, ne? Alles Gute. Alles, danke schön. Tschüss. Ja, tschüss. So, meine Lieben, wir haben... 1:09:11 und ich gucke gerade hier auf den Bildschirm und sehe, dass im Fernsehen der Vorspann unserer Sendung läuft und das bedeutet, dass wir jetzt gleich alle zusammen sind, 1 Festival, 1 Live und das wird der Fernsehen und dann können wir auch weitermachen. Es geht jetzt nur noch um ein paar Sekunden. So.
So, meine lieben Fernsehzuschauer, ich begrüße euch auch ganz herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben hier im Radio und bei 1 Festival schon angefangen. Schön, dass ihr jetzt auch da seid und wir bitten, die kleine Verspätung zu entschuldigen. Wie immer mittwochs, eine freie Themennacht. Also, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, dann meldet euch unter der bekannten Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Herzlich willkommen, Matthias. Und Matthias ist 25 Jahre, Matthias. Hallo, Domian. Hallo, Matthias. Um was geht's? Bei mir geht's darum, habe ich dir noch ein bisschen beim Lernen zugehört und da bin ich irgendwann hellhörig geworden, als die, ich habe den Namen vergessen, die Frau angerufen hat, die sich dann zum BDSM geoutet hat, ja, mit über 40 Jahren. Ja, also zu einer, das ist eine devote Sado-Maso-Richtung im Bereich der Sexualität. Ja, genau. Ne? So. Und da bin ich hellhörig geworden, weil ich halt auch in dem Bereich aktiv bin, also auch SM praktiziere, zusammen mit meiner Freundin. Ja. Und in welcher Rolle bist du? Bitte? In welcher Rolle? Ich bin devot auch. Auch devot, ja. Ja. Und was ich dann nur erschreckend fand, dass sie halt 30 Jahre lang mit diesen Fantasien rumgelaufen ist. Ja. Ohne die irgendwie auszuleben. Ja. Und da fiel mir einfach ein, dass ich das halt auch durchgelebt habe, nicht ganz so extrem halt, ich bin auch noch nicht so alt, und das Ganze jetzt seit 2 Jahren halt aktiv auslebe. Mhm. Und halt. Also kannst du vom Glück sprechen, dass du sehr früh den Mut auch gefunden hast, so dein Ding zu machen. Ja, das auf jeden Fall. Die Anruferin Fall. Gestern, ich glaube, sie war so Mitte, Ende 40. Hat ja immerhin hatte sie den Mut dann doch noch voriges Jahr Silvester gefasst und hat es dann alles realisiert. Genau. Wie kam das denn bei dir? Wie hast du das denn gemerkt, dass du so gestrickt bist? Bei vielen Leuten fängt das wirklich in frühester Kindheit an. Sie hat ja auch gesagt, dass sie es mit 12 hatte. Genau. Bei ihr das mit 12 angefangen hatte. Und meine früheste Erinnerung ist, dass ich 6 Jahre alt war und die goldene Pyramide, oder ich kann auch 5 Jahre alt gewesen sein, und auf jeden Fall die goldene Pyramide immer toll fand, mit das Dieter war Thomas Heck. Genau, eine Sendung mit Dieter Thomas Heck. Ja, und und was hat das mit SM-Sex zu tun? Naja, es gab ein Spiel dabei, wo einer der Kandidaten nicht gestikulieren durfte und deshalb in einem Stuhl seine Hände durch Handschlaufen stecken musste. Aha. Und als 5-6-Jähriger fängst du dann so an, sowas dann toll zu finden. Das ist ja interessant. Ja. Und inzwischen ist es soweit, dass ich zusammen mit meiner Freundin, mit der ich halt in der Partnerschaft halt lebe auch, Entschuldigung, ich muss gerade lachen, wenn das Dieter Thomas Heck hört, dass er so die Sadomaso-Ambition bei dir geweckt hat mit seiner Sendung, das ist doch sehr spaßig. Ja, ich denke auch. Ja, inzwischen ist es halt so, dass meine Freundin und ich zusammen halt auch ein SM-Jugendstammtisch leiten. Ach, guck. Das ist ja lustig. Ein SM-Jugendstammtisch, habe ich noch nie gehört. Wie jung sind die Jüngsten, die da mitmachen? Die Jüngste ist jetzt 15. Oh, das ist aber ein bisschen zu jung, finde ich. Die gehört da nicht hin, finde ich. Aber klare Sache. Nein, die Sache ist die, was man da macht. Auf so einem Stammtisch praktizieren wir, machen wir weder irgendwelche Praktiken, noch gibt es da irgendwelche Pornografie, noch sonst irgendwas. Ja. Sondern, man muss da dann einfach wirklich sagen, in dem Bereich, ich mache selber schon seit über 9 Jahren Jugendarbeit. Ja, aber wie ist sie denn überhaupt dann zu euch gestoßen in dem Alter? Über die Weiten des Netzes. Also es ist, wenn man weiß, dass man... aber eigentlich müsstet ihr doch klare Regeln haben, zumindest ab 16, unter 16 läuft gar nichts, auch nicht reden drüber. Finde ich. Ja, also es ist so, dass unter 16... gibt es einfach auch das Angebot, dass wir Leuten, wenn sie Gesprächsbedarf haben, dass sie da einfach bei uns offene Türen einlaufen und dass sie da jemanden haben, den sie fragen können. Okay, dann erzähl doch mal, was bei und auf und während dieses Stammtisches so gesprochen wird. Im Prinzip alles das, was Jugendliche und junge Erwachsene in einer ganz normalen Kneipe ansonsten auch sich unterhalten.
nur, dass wir ein Gesprächsthema mehr haben. Also es kann durchaus sein, dass wir da 3 Stunden uns unterhalten. Ja. Über den letzten Kinofilm mit Clint Eastwood. Ja. Und wie bescheuert wir den fanden. Ja. Es kann natürlich auch sein, dass man dann irgendeiner sagt, du, ich habe da jetzt letztens aber die neue Peitsche ausprobiert und so, also. Ja, und deshalb sage ich gerade, da man dann immer wieder in diese Themen hineinkommt, finde ich, hat ein 15-jähriger Mensch doch nichts zu suchen. Ja, also die Sache ist, dass man das, also ich das so sehe, dass man das schon leiten muss in so einem Fall, wenn dann so ganz junge Menschen dabei sind, also dieses junge Mädchen ist jetzt noch nicht so oft dabei gewesen, aber es ist, also man merkt schon, dass in dem Moment das Ganze, ist es dann eher so, dass die Fragen dann von den jüngsten Teilnehmern kommen irgendwie und die dann, und es ist, genau, es ist halt einfach eine Sache, wieso genau? Mama und Papa gehen kann und sagen kann, du Mama, wie ist denn das? Sondern es ist eher so das Gefühl vermitteln, dass das auch normal sein kann. Also in Form eines aufklärenden Gespräches. Genau, dass man einfach da ist und... Wie viele Leute treffen sich denn da? Also bei uns beim Stammtisch sind es zurzeit so 20 bis 25 Leute. Das ist doch schon eine ganze Menge. In einer größeren Stadt? Oder? Ja, also größere Stadt. Also Dortmund ist größer, aber es ist schon eine große Stadt. Großes Umfeld auf jeden Fall. Ja. Und das sind dann Leute so... Wie alt dürfen die höchstens sein, die an diesem Jugendstammtisch teilnehmen? Du bist ja dann auch schon 25. Ist ja da schon. Ja, bei uns ist die Obergrenze ist 27. Ach so, lange kannst du es dann gar nicht mehr machen. Genau, dann muss ich das Rezept abgeben. Mhm. Also ich meine, das ist jetzt auch, also da habe ich dann aber auch kein Problem mit, dass ich das irgendwann abgeben muss, das Rezept. Ja. Aber es soll wirklich einfach so sein, dass man. Die Idee ist halt auch dahinter, dass man sagt, ich habe jetzt gemerkt, ich habe diese Neigung und wenn ich jetzt merke, ich gehe zum SM-Stammtisch, den es quasi in jeder Stadt ja gibt, also für jeden, der sagt, oh, das finde ich mal spannend, da gibt es eigentlich wirklich in jeder Stadt irgendjemanden, der ansprechen kann. Wir halten mal fest, es geht da nicht um Pornografie, es geht da nicht, es ist kein Treffpunkt für sexuelle Aktivitäten, sondern es ist ein Gesprächskreis, genau. Der über weite Strecken auch sich über ganz andere Sachen unterhält, nämlich über Filme oder Fußball oder weiß ich was. Genau. Und aber eben diese Themen auch immer wieder dann mal angesprochen werden. Angesprochen werden können. Gibt es denn auch mit dem einen oder anderen auch dennoch Treffen, dass man sich dann außerhalb dieses Stammtisches dann auch trifft und gewisse Aktionen dann auch durchzieht? Nein, die gibt es erstmal so nicht. Ja. Also zumindest nichts, von denen ich weiß. Ja. Wenn da irgendwelche Leute irgendwann merken, sie sind sich sympathisch. Dann kann das passieren. Dann kann das passieren. Ja. Aber es ist ganz wichtig, dass also auch irgendwie jetzt dummes Anbaggern ist ein absolutes Tabu auf so einem Stammtisch. Mhm. Also wir wollen und sind keine Flirtzentrale jetzt für irgendwelche Leute, die jetzt meinen, ich will jetzt da unbedingt die devote Partnerin und jemandem den Hintern vorsohlen, die sind ganz schnell auch wieder da draußen. Hast du denn den Eindruck, dass sich so das Interesse für SM-Praktiken und SM-Sexualität, dass das Interesse auch bei jüngeren Leuten größer wird als vielleicht noch vor ein paar Jahren? Größer wird, weiß ich nicht, glaube ich nicht. Also ich glaube eher, dass es so ist, dass es durchs Internet einfach, dass man merkt, hey, ich bin nicht alleine. Ja, ist es mehr. Ja. Dass es einfach transparenter wird und die Leute dann dadurch einfach eher dann zu diesen Jugend-SM-Stammtischen finden. Ja, das klingt so lustig, Jugend-SM-Stammtisch. Ja. Wie lange bist du mit deiner Freundin jetzt zusammen? Mit meiner Freundin zusammen bin ich jetzt ein Jahr. Ein Jahr? Ziemlich genau ein Jahr. Und das ergänzt sich wunderbar. Sie ist eine dominante Frau? Sie ist eine dominante Frau, ja. In der Sexualität eine dominante Frau? Genau. Und du bist der devote Partner? Ich bin der devote Partner, genau. Ja? Ja. Aber halt nur im Bett. Ansonsten ist das andersrum, ne? das ist halt schon, finde ich schon wichtig, dass man das immer noch trennt. Also auch SM ist nichts anderes als Sex. Ja, ja. Aber auch sehr schön, dass ihr euch dann so als Paar auch gefunden habt und dann diese spezielle Art der Sexualität leben könnt. Ja,
Ist sicher auch nicht immer so einfach, ne? Weil da müssen dann ja doch viele Einzelheiten zusammenpassen, bevor es dann auch packt, das Ganze. Ja, klar. Also ja. Es muss eigentlich noch mehr passen als beim anderen. Genau, ganz bei dem anderen Pärchen, halt die devote und dominante Ausrichtung muss ja, halt noch. Ja. Kommt dann halt noch dazu. Ja. Ja, sehr interessant, Matthias. Ja. Danke für deinen Anruf und die Informationen. Ja, bitte, bitte. Grüße an deine Freundin. Werde ich ausrichten, die hört die ganze Zeit begeistert mit. Ich habe sie im Hintergrund ein bisschen flüstern hören. Ja. Also schöne Grüße an sie und euch beiden viel Spaß und alles Gute weiterhin. Ja, alles klar. Tschüss. Schönen Abend noch. Dankeschön, tschüss. Ihr Lieben, morgen heißt unser Thema Ich liebe das Leben. Ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die so ganz grundsätzlich sagen, ich liebe das Leben. Ich finde das fantastisch zu leben. Ich finde das ganz toll und genieße jeden Tag und jede Sekunde. Dann würde ich sehr gerne mit Leuten reden, die einen sehr schweren Schicksalsschlag hinter sich haben und trotzdem diesen Satz sagen, ich liebe das Leben. Es ist toll und es ist ein wunderbares Geschenk oder eine wunderbare Sache, wie immer man das nennen mag. Und würde auch gerne sprechen mit Leuten, die vielleicht momentan in einer sehr schwierigen Lebensphase sind. Vielleicht aufgrund einer Krankheit oder was auch immer. Und trotzdem sagen, ich liebe das Leben. Mir geht es richtig schlecht und ich hänge sehr, sehr, sehr tief unten momentan. Aber meine Grundeinstellung ist, ich liebe das Leben. Was kann mir schon passieren? Ich liebe das Leben. Das ist unser Thema morgen und ich bin sehr gespannt auf meine Anrufer. Und wenn ihr dazu gehören möchtet, dann meldet euch per Mail domian@wdr.de oder ruft morgen ab 0 Uhr bitte. Ab 0 Uhr sind die Leitungen geschaltet, könnt ihr anrufen und natürlich auch während der ganzen Sendung. Ich liebe das Leben, unser Thema morgen. So, herzlich willkommen, sage ich jetzt zu Eberhard. Eberhard ist 57, guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Eberhard. Ich dich erwische. Ja, schön, dass du da bist. Um was geht's denn? Es geht darum, ich komme mit meiner Frau nicht klar. Ich weiß nicht weiter. Was ist denn los? Und zwar einfach, ich habe für diese Frau alles gemacht. Ich habe mir das Visum besorgt. Das was? Ich habe nicht verstanden. Das was besorgt? Das Visum, sie kommt aus Polen ursprünglich. Also. Und ich habe sie hier zum Sprachkurs geschickt. Ich habe hier einen Führerschein bezahlt. Ich habe zwei Autos bereitgestellt. Ja. Und jetzt, wir haben am 17.05. geheiratet. Am 17.05. in diesem Jahr? Am 16.05. habe ich eine Wohnung gekauft, weil sie größer, weil die kleine war, die Wohnung war etwas zu klein. Mhm. So, mit 40 Quadratmetern. Wie lange kennt ihr euch denn? Ist im April nächsten Jahres, werden es 10 Jahre. 10 Jahre? Und ja. jetzt erst geheiratet? Ja. Warum? Warum? Weil ich einfach gesagt habe, ich möchte noch länger, ich habe eine Scheidung schon hinter mir, da ist sehr viel Geld kaputt gegangen. Ja. Und ich wollte wirklich wissen, und wir haben auch vorher schon, haben wir also öfters mal Streit gehabt. Aber ich habe dann gehört, jetzt, es kommt so, ich bin kein Mann, ich bin narzisstisch, was ich wirklich nicht bin, und ich tue alles für die Frau. Okay, so, jetzt hast du mir gerade gesagt, was du alles schon gemacht hast. Du hast dir eine Wohnung gekauft und du hast dir den Sprachkurs ermöglicht, das Visum und eine ganze Menge Sachen gemacht. Was nervt dich denn an der Frau? Was ist schwierig? Ist schwierig, zum Beispiel, ich kann dir ein ganz konkretes Beispiel sagen. Am Montagmorgen, sie arbeitet Schichten, habe ich nachts nicht schlafen können, weil ich auch Schlafstörungen habe, habe ich sie zur Arbeit gefahren. Und ich bin dann, wollte so nah wie möglich ranfahren, dass sie nicht weit laufen muss. Dann ist sie plötzlich ausgerastet und sagt, du sollst nicht so weit vorfahren, ich krieg da Probleme, dies und das in einem sehr aggressiven Ton. Warum kriegt sie Probleme, wenn du zu nah vorfährst vor ihrer Arbeit? Weil vielleicht ein Stapler oder irgendwas rauskommen kann. Bitte was? Ein Stapler. Ach so. Ja. Ach so, reine organisatorische Überlegung. Da könnte irgendein Arbeitsfahrzeug kommen und... Richtig. Aber da rastet sie aus. Ja. Wird aggressiv. Okay, noch ein Beispiel. Und noch ein Beispiel. Es gibt, Fragen im Auto. Sie wollte, sagen, komm, wir müssen tanken fahren. So, jetzt bin ich, sie muss es ja lernen, wie man Auto betankt. Ja. Dann habe ich gesagt, komm, ich bleibe im Auto sitzen, tank du, dass sie in Rüssel reinbringt, dieses. Ja. Nein, da ist er ausgerastet. Du tust nichts für mich. Du tust überhaupt nichts, gar nicht für mich.
Was tust du? Ich habe so, ja, kurz, sie ist ausgerastet und hat was gesagt? Du tust nichts für mich. Du tust nichts für mich? Ja, für mich. Also für sie. Dachte, wie lange hat sie denn ihren Führerschein schon? Sie hat ihn jetzt schon 1,5 Jahre. Achso, und sie kann immer noch nicht tanken alleine? Nein. Sie will es auch nicht lernen. Sie will es auch nicht lernen. Sie will Auto fahren, aber nicht tanken. Ja, ein Autofahren ist auch ein Problem. Nach dieser Ausrastung beim Tanken ist sie mit 70 über eine Kreuzung gejagt. Mhm. Wie ist denn eure Stimmung so zu Hause? Zu Hause, wir sind Weltmeister im Nichtsreden. Oh, also Schweigen ist angesagt. Schweigen ist angesagt. Mhm. Wenn, oder ihr streitet oder ihr schweigt. Ja, und dann ist es so, dass wir, wenn wir streiten, bin ich immer derjenige, der Schuld hat. Mhm. Ja. Mhm. Ich habe zum Beispiel, das Ganze ist jetzt so gewesen, dass ich am Montagabend, ich habe dann geschlafen noch, weil ich ja Tag und Nacht nicht geschlafen habe. Okay, Zwischenfrage. Bist du denn auch schon ab und zu mal schuld? Oder hat immer sie schuld? Moment. Ich bin nicht unschuldig. Ja. Wo liegt denn deine Schuld? Meine Schuld ist dann einfach, dass ich dann vielleicht ein bisschen nachbohre und sage, wie ich es gerade im Beispiel bringen wollte. Ich habe gesagt, Gabi, ist das jetzt, war das heute Morgen notwendig? So wie du dich verhalten hast? Mhm. Ja. Mhm. Und dann findest du, deine Schuld ist, dass du diese Frage gestellt hast. Ja, ich wollte nur hören, du Entschuldigung. Weil entschuldigen kann sie sich auch nicht. Hast du dich schon mal entschuldigt? Ja. Ja. So, das geht jetzt wie lange schon so? Das geht immer so sporadisch. Na, ungefähr, seit wie vielen Jahren? Das sagen wir so 3-4 Jahre. 3-4 Jahre schon. Ja. Wie ist so der Umgang miteinander, der körperliche Umgang? Der ist im Prinzip, Weihnachten ist öfters. Weihnachten ist öfters. Ja. Mhm. Mhm. Mensch, Eberhard, was du mir da erzählst, klingt aber sowas von wie eine handfeste Ehekrise. Ja, ist es auch. So, vielleicht nicht nur eine Ehekrise, sondern dass die Ehe eventuell sogar kaputt ist. Jetzt frage ich mich nur, warum heiratet ihr denn dann auch noch, wenn es schon seit Jahren so kriselt? Ihr habt dieses Jahr geheiratet, warum? Ja. Ja, einfach, weil ich sie liebe. Und ich habe auch im Moment vielleicht eine falsche Hoffnung, dass ich gesagt habe, okay, vielleicht wird es besser. Ja, das ist natürlich der Wahnsinn, dass man sich einbildet, indem man da irgend so einen Wisch unterschreibt. Ich meine das jetzt nicht despektierlich, aber in dem Moment, dass man dann denkt, dadurch sind die Gefühle auch wieder hergestellt und die Gefühle können gerettet werden. Das ist natürlich nicht der Fall. Guck mal, Domian, du hast mir gerade ein Stichwort gegeben, Gefühle. Ich gehe auf sie zu, nehme sie in den Arm. Weihnachten ist auch hier öfters. Mhm. Ich habe sie darum gebeten, zum Beispiel, wie du gesagt, ich bin sehr angeschlagen, dass wenn sie geht, dass sie zumindest Tschüss Ade sagt. Ja. Ja. Aber weißt du, was du mir gerade erzählst, da ist aber, liegen die Nerven aber auch so blank und jeder ist gegenseitig so genervt von dem anderen, dass da eine riesen Palette von Problemen hintersteckt. Ja, die ich Ehe weiß nicht, warum ist welche. Ja. Und auf jeden Fall liegen eine ganze Menge Probleme da. Vielleicht liebt sie dich einfach nicht mehr, mag sie dich ganz einfach nicht mehr. Und du kannst nicht Dank von ihr erwarten, dass du sie vor 10 Jahren irgendwie ihren Visum besorgt hast. Das ist Vergangenheit, das ist Schnee von gestern. Ja. Das kannst du auch nicht einfordern, was du alles für sie getan hast und dass du ihr ein Auto gekauft hast und eine Wohnung gekauft hast. Das ist ja alles Unsinn. Damit kann man ja keine Gefühle von jemandem zurückfordern oder fordern. Was ihr beiden müsst, wenn ihr euch retten wollt, müsst ihr zu einer Eheberatung gehen. Domian habe ich schon vorgeschlagen. Und? Nein. Nein. Und deswegen, ich bin jetzt so weit, dass ich gesagt habe, ich rufe jetzt mal bei dir an. Ja. Dass ich vielleicht etwas ändern kann. Ja, das ist natürlich sehr schwierig jetzt zu sagen. Ich glaube, das ist eine ganz verfahrene, im Kleinen verfahrene Situation, in der ihr da steckt, wo man mit viel Akribie und Zeit sich da mit auseinandersetzen muss. Das können wir beide jetzt in der Eile nicht machen. Wenn du ihr das wirklich so klar machst, dass du ihr sagst, pass mal auf, ich glaube, unser ganzes Zusammensein, unsere junge Ehe, die eigentlich ja keine junge Ehe ist, aber auf dem Papier ist es eine junge Ehe, steht auf dem Spiel. Bist du bereit dafür, auch was in die Waagschale zu werfen? Ja. Was sie noch positiv vor Wochen hat sie mal gesagt, sie möchte noch lange mit mir zusammenleben. So, das ist doch schon mal ein toller Satz. Dann sag ihr doch ganz einfach,
ich meine, ihr seid vielleicht auch überfordert. Das kennen wir ja alle aus Beziehungen. Dass man irgendwann so eingekapselt ist und einfach nicht mehr so eine objektive Sicht hat. Das heißt, man kommt als Paar kommt man nicht weiter. Und dafür sind diese Beratungen ja nur wirklich unter Umständen wirklich Gold wert, wenn man auch nur an einen guten Berater gerät. Ja. Versuche ihr das doch so klar zu machen, dass wenn ihr beide weiterhin eine Chance haben wollt und sollt, dann muss Hilfe her, muss Hilfe von außen, eine Moderation, ein Gedankenaustausch von draußen stattfinden. Rede doch nochmal ganz intensiv mit ihr und versuche ihr das klar zu machen und appelliere auch, ohne ihr Vorwürfe zu machen, appelliere doch einfach daran, dass oder formuliere es so, dass es dir auch sehr am Herzen liegt, dass ihr beide weiter zusammen seid und dass man gemeinsam sich von außen Hilfe holt. Ja, ich hab sie zum Beispiel schon gefragt, was muss ich tun, damit es besser wird? Mhm. Das ist ganz einfach. Gut, das ist eine Antwort. Aber wenn ich sage, was ist ganz einfach, sag mir doch bitte konkret etwas. Hm. Nein, das ist ganz einfach. Also hänge ich doch in der Luft. Also sie sagt keine konkrete... Nein. Ja, das ist natürlich extrem nervig. Würde mich auch an die Decke bringen. Aber so Sachen wird sie von dir auch sagen, die wiederum für sie hochprovokant sind. Und das ist eben ideal, wenn dann jemand Drittes, Unbeteiligtes dazwischen sitzt und sagt, pass mal auf, hier, jetzt Butter bei den Fische, du. Und dann gucken wir weiter. Nochmal, wir geben dir jetzt mal eine oder mehrere Adressen an die Hand in eurer Umgebung, wo ihr euch hinwenden könntet. Ja. Rede nochmal sehr intensiv mit ihr. Weil ich möchte sie nicht aufgeben, ich liebe sie wirklich. Das habe ich verstanden. Und wenn ich glaube auch, dass bei ihr nichts tot ist. Okay, wenn sie aber weiterhin abblockt und sagt, ich gehe da nicht hin, ja, dann sagst du ihr, pass mal auf, dann gehe ich erstmal alleine hin und unterhalte mich da und versuche für mich erstmal eine klare Linie zu finden. Ja. Vielleicht animiert sie das ja dann auch zu sagen, okay, dann komme ich mit. Ja, ja? Kann ich ja probieren. Mhm. Eberhard, jetzt legst du bitte auf. Anja, meine Psychologin, ruft dich an und versorgt dich mit den Adressen und kann dir vielleicht auch noch den einen oder anderen Tipp per Telefon geben. Wäre nett. Moment, das kann ein paar Minuten dauern, weil ich sitze im Dunkeln, ich muss Licht mal noch einmal. Ja, so schnell geht es, glaube ich, jetzt auch nicht. Sofort. Gut, danke. Alles tschüss. Gute, tschüss. 0800 220 50 50, unsere Telefonnummer. Die auch der Robert gewählt hat. Und Robert ist 41. Guten Morgen. Hallo Robert. Ja, hallo. Ja, guten Morgen Robert. Weswegen rufst du an? Was ist dein Thema? Ja, hallo Domian. Ja, hallo. Ich grüße dich herzlich. Ja. Ich wollte nur mal sagen, erstmal Gratulation für deine Sendung. Mhm. Ich gucke die schon seit 1996. Oh, das ist eine lange Zeit. Das ist so dein Gründungsjahr. Ja, 95 war es, ja. Oder 95, ja. Aber 96 habe ich dich wahrgenommen und ich gucke, naja, nicht jede Nacht, aber sehr oft zumindest. Großes Kompliment, danke. Danke dir. Ja. So, was ist dein Thema? Ja, mein Hintergrund ist sehr ernst. Ich kann die Realität noch gar nicht so richtig fassen. Vorgestern Abend um 21.27 Uhr, ich lag entspannt auf der Couch, habe nicht um mir geguckt um die Zeit, aber die Lebensgefährtin meines Vaters aus Spanien, Mallorca, ruft an und teilt mir mit, Raik, ich muss dir eine schlimme Nachricht machen, dein Vater ist tot. Hm. Robert, eine Bitte. Das irritiert mich ein bisschen. Machst du den Ton von deinem Radio und Fernseher ganz, ganz aus? Ja. Sonst haben wir eine seltsame Rückkopplung. Entschuldigung. Dein Vater ist tot, hat sie gesagt. Ja. Was ist denn passiert? Ja, die standen zu viert auf dem Balkon. Mhm. Also vier von den sechs Leuten wohl so etwa, bei drei Paaren nehme ich mal an, es waren sechs insgesamt. Mhm. Und wollten Fotos machen. Und auf einmal bricht der Balkon ein, so wie man es eigentlich nur aus Filmen, ja, aus fernöstlichen oder südeuropäischen, ja, Ländern, ja, ja, kennt, ja, wo nicht so eine gute Bauarchitektur herrscht. Ja. In welchem Stock war das? Es war 2 Meter, aber er hat sich die Nackenwirbelsäule gebrochen. Weil er offensichtlich so geschwächt war durch die Chemo. Ach so, er war die, die er vorher bekommen hat. Er war schon schwer krank. Seit einem halben Jahr, ja, Lungentumor gehabt.
Und vielleicht auch Felsbrocken oder Gitter auf ihn draufgefallen. Mhm. Aber die anderen drei, komischerweise, einer musste operiert werden. Und die anderen beiden sind glimpflich davongekommen, mussten zwar dann ins Krankenhaus, aber mein Vater ist der einzig Tote. Der ganze Balkon ist als Ganzes runtergebrochen. Da ich nicht dabei war und die Lebensgefährtin selber jetzt in psychotherapeutischer Behandlung ist, weiß ich nur, dass der zusammengebrochen ist. Wie, kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, es war in den spanischen Medien. Aber sie hat es gesehen, weil sie drin stand. Ach so, das wollte ich gerade fragen. Also sie stand nicht mit auf dem Balkon. Hallo? Ja. Ja, du lass den Ton bitte aus von dem Fernseher und dem Radio. Ja. Sonst funktioniert. Ich habe nur den Hörer lauter gestellt. Ja. Also sie stand nicht mit auf dem Balkon, die Lebensgefährtin. Die stand nicht mit auf dem Balkon, sonst hätte sie mich wahrscheinlich nicht mehr anrufen können. Mhm. Sie hat angerufen und die Rettungswagen und Polizei, alles war da. Mhm. Und dann wird man auch gleich unter Druck gesetzt von der Notfallzentrale in Spanien. Man soll irgendwelche Formulare schicken, Personalausweis, per Fax bzw. E-Mail. Lebte dein Vater denn in Spanien? Nee, der war nur in Urlaub da. Der war super fit, der war 79, aber sah aus wie 59. Mhm. Aber hatte jetzt schon diese schwere Erkrankung, ne? Muskulös, der war früher Kambodscha für die Franzosen und hat eben Söldner gemacht. Der konnte auch nichts mehr erschrecken, der hat wirklich Scheiße und Gedärme im Urwalddschungel und Leute krepieren sehen. Aber er hatte jetzt die schwere... Er war plötzlich seit dem Frühjahr schwer Tumor erkrankt, aber hat mir gar nichts davon erzählt. Ich hatte keinen Kontakt gehabt. Mhm. Und die Frau wollte ihm wohl, die Lebensgefährtin wohl noch einen Urlaub schenken, weil sie vielleicht schon einfach ihn wieder ein bisschen aufpäppeln wollte, da ja die Chemo nicht angeschlagen hatte. Und es war klar, nach dem Urlaub hätte die super harte Chemo kommen müssen, die an die Grenzen der physikalischen Standings gegen würde. Wie war dein Verhältnis zu deinem Vater, Robert? Gespalten. Warum? Da er mal unsere Familie vor über 30 Jahren verlassen hat, habe ich ihn immer noch wieder sporadisch gesehen und er hatte auch noch mehrere Frauen bzw. Lebensgefährten danach. Mhm. Und naja, er hat mich in der Kindheit öfters mal verprügelt und auch noch in der Jugend. Das war ein komisches Verhältnis, wenn irgendwie ich was gemacht hatte, was meiner Mutter nicht gefiel. Dann wurde der Vater gerufen und der hat dann eben dann einmal Tabula Rasa gemacht. Also dich geschlagen? Ja. Ja. Dennoch ist es dein Vater, der jetzt verstorben ist und auf eine sehr tragische Weise ums Leben gekommen ist. Was für ein Gefühl hast du im Moment? Das ist ja jetzt ganz frisch, ja. Ich musste heute zum Beerdigungsinstitut. Ich habe dir gesagt, man wird von allen Seiten bedrängt, das zügig zu machen. Mhm. Der Bestatter denkt auch nur ans Geschäft, das merkt man schon. Mhm. Dollarzeichen im Auge. Mhm. Das ist eine richtige Abzockerei. Man muss die ganzen Formulare forciert unterschreiben. Man hat gar keine Möglichkeit, irgendwelche Preise oder so zu vergleichen, um mal ein bisschen Sachlichkeit da reinzukriegen. Dann kann er nachher abrechnen, was er will. Man muss da Blanko-Formulare unterschreiben. Und das ist echt der Hammer. Und alle Behörden machen Druck auf einen, weil die Überführung schnell passieren muss, weil jeder Tag durch in Spanien horrende Kosten verursacht. Ach so, verstehe. Also Wahnsinn. Blanko muss man da, glaube ich, nichts unterschreiben. Aber ich kann verstehen, dass in deiner Situation natürlich alles jetzt irgendwie fürchterlich gestresst ist, das zu organisieren. Nee, ich habe ganz ruhig mit dem Bestatter geredet, aber das brauche ich aber noch, zack, 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 drei Formulare und ab geht's. So ist das wirklich. Wann erwachtest du mit dem Tod in dem schwächsten Moment eines Menschen? Wann erwachtest du denn die Überführung? Die Tage jetzt. Die Flugreservierung kann erst von den spanischen Notfallbehörden durchgeführt werden nach Bekanntgabe des entsprechenden Beerdigungsinstituts als Ansprechpartner, weil die Überführung vom Flughafen organisieren müssen. Liegt das denn jetzt alles an dir alleine, das zu organisieren? Ja, an mir alleine. Es gibt sonst niemanden hier. Chronisch krank, meine Mutter ist im Kur. Und wie gesagt, seit über 30 Jahren geschieden und mein Vater hat erwischt, darum bin ich jetzt der in der Familie, der neben anderen vielfachen Anforderungen hier also nicht mal zum Trauern kommt. Und ich komme mir vor wie im Film eigentlich, als wenn ich meine eigenen
Science-Fiction-Film vor mir ablaufen sehe. Mhm. Ich konnte immer nur so zwischendurch mal ein paar leise Tränen verdrücken oder beim Bestatter so am Ende des Gesprächs, da konnte ich die Tränen nicht mehr halten, die liefen mir dann so das Gesicht runter und tropften schon an mir ab. So schlimm war das und ich möchte am liebsten laut aufschreien, durch die Wohnung brüllen, die Hände hoch und alles kurz und klein schlagen und jeden umbringen, der mir zu nahe kommt. Ja. Die wirkliche Trauer, die wird natürlich erst einsetzen, wenn diese Formalitäten, dieser ganze Stress erstmal von dir abgefallen ist und wenn das alles seine geordneten Bahnen läuft. Hast du eine Freundin, eine Frau? Nee, ich bin Single. Mhm. Einen guten Freund? Eher nicht. Ja. Ich frage das deshalb, weil ich nochmal so fragen würde, ob du dich mit jemandem austauschen kannst. Aber nicht so sehr, ne, im Moment. Leider, eigentlich überhaupt nicht. Ja. Ist auch sehr schwierig, selbst mit einem guten Freund über solche Dinge zu sprechen, weil das Themen sind, wo die meisten, auch sogenannte gute Freunde, sofern man sie denn hat, sich überfordert. Ja, und zurückschrecken und entweder nicht konfrontiert werden wollen mit dem Tod oder auch oder hilflos sind mit unangenehm. Ja, genau. Sobald es die Oberfläche, wir haben ja so eine richtige Superficial Society mittlerweile, also eine vollkommen oberflächliche, amerikanisierte Gesellschaft, was von vielen seriösen Menschen, die auch ein bisschen diversifizierter aufgestellt und einen guten Charakter haben und Mentalität, bedauert wird. Aber wir sind ja eine absolute mediale Gesellschaft geworden, wo eigentlich Schönheit, Visualität, Modern Style und dergleichen. Also okay, lass uns mal nicht so ausführlich jetzt über die Gesellschaft reden. Und eigentlich Charakter und Mentalität und Tiefe eigentlich wenig. Hörst du mich eigentlich, wenn ich dich zwischenfrage? Ja, das, irgendwas stimmt mit dieser Leitung nicht. Wir reden öfters so parallel aneinander vorbei. Es klingt auch im Hintergrund so seltsam für mich, wenn ich spreche. Ich habe aber alles aus. Ja, egal. Das lösen wir jetzt wahrscheinlich nicht. Das wird eigentlich nichts sein. Ich habe also irgendwas stimmt nicht. Robert, Ton mehr an. Ich werde jetzt mal... Hörst du immer noch was? Wir werden es nicht lösen. Ich werde jetzt mal mit meinen Leuten, das heißt meine Leute werden das nicht, ich sitze ja noch hier, mal im Hintergrund überlegen, ob wir irgendwie eine Idee haben, dass du einen Austausch kriegst, dass du dich mit jemandem unterhalten kannst. Ja. Wo wohnst du grob? In einer Stadt oder auf dem Land? Neben einer größeren Stadt. Neben einer größeren Stadt, das ist schon mal ganz gut. So, da werden wir jetzt mal im Hintergrund überlegen, ob man da irgendwie was organisieren kann. Ich fände es ganz wichtig, wenn du jemanden hättest, einfach um dich... Ja, ich habe auch Angst, dass ich zusammenbreche. Ja, glaube ich. Das glaube ich. Wenn man das alles alleine schultern muss und das ist ja ein Schock erster Kategorie. Vor allen Dingen, weil das nicht das erste Schockerlebnis in meinem Leben ist. Und ein anderer hätte schon längst Schluss gemacht und... Naja, es gehen einem dann ganz skurrile Gedanken durch den Kopf auf einmal, wenn man merkt, der Horizont, also das Ende von den engsten Verwandten kommt und du bist irgendwann ganz alleine und kannst dich auch mit jemand austauschen, siehst du schon irgendwann rot. Also wenn die Lebensgefährtin deines Vaters zurückkommt, hast du mit der ein gutes Verhältnis, dass du dich mit der auch... Ja, die braucht selber jetzt psychologische Betreuung. Ja. Ihre jüngste Tochter ist runtergefahren, um sie dort eben psychologisch zu betreuen, weil die damit auch nicht umgehen kann. Verstehe. Ja, es ist eigentlich eine Anzeige. Also kommt da auch nicht so eine für alle große Hilfe. Ja. Mein Bruder, den habe ich auch informiert darüber. Dem geht's eh schon nicht gut, aber ich musste es ihm sagen, auch eben weil es auch sein. Hallo? Jetzt ist die Leitung zusammengebrochen. Ich habe es ja schon geahnt, aber ich wollte mich jetzt verabschieden von dem Robert, falls der Robert uns jetzt im Fernsehen oder im Radio hört. Leg bitte auf, wir werden dich jetzt zurückrufen und dann kannst du mit Anja alles Weitere besprechen. Ich hoffe, dass das jetzt nur an dieser Leitung gelegen hat und nicht generell ein Problem ist, weil das ist ziemlich anstrengend zu sprechen. Jetzt geht es weiter mit Nathalie. Hallo Nathalie. Hi Domian. 18 Jahre bist du? Ja. Ja, also die Leitung funktioniert, das höre ich schon. Nathalie, um was geht's bei dir? Also bei mir geht's darum, ich habe einen Typ kennengelernt. Ja.
durch meine Freundin, des Bruder von meiner Freundin. Moment, du hast den Bruder deiner Freundin kennengelernt, oder was? Ja. Also der Typ ist der Bruder deiner Freundin? Ja, genau. Ja, ja. Und der kommt aus Afrika. Mhm. Und ich kenne ihn jetzt schon seit einem Jahr. Mhm. Wir hatten telefonischen Kontakt und wir haben uns SMS geschrieben, jeden Tag fast. Mhm. Und jetzt möchte der bald nach Deutschland kommen und wir wollten uns treffen. Ach so, ihr kennt euch nur das Telefon? Ja. Ihr kennt euch nicht persönlich? Nein, noch gar nicht gesehen. Und deine Freundin kommt auch dann aus Afrika? Ja. Und die lebt aber schon länger hier? Ja, die ist hier verheiratet. Die ist hier verheiratet. Wie alt ist der Bruder? 22. 22. Und du hast ihn noch nie gesehen, ja? Bisher nur telefoniert und gesimst. Ja. Ja? Und nun? Ja, und jetzt, ich bin ein bisschen, ich weiß nicht so genau, weil er möchte mich auch gerne heiraten. Naja, nur mal langsam. Nur mal langsam. Von heiraten reden wir jetzt aber noch überhaupt gar nicht. Den hast du ja noch nicht mal gesehen, den musst du ja erst mal sehen. Ja, aber er hat halt gesagt, dass er möchte gerne nach Deutschland kommen und gerne hier bleiben. Okay, aber... Er kann ja nicht hier bleiben, wenn wir nicht heiraten. Das verstehe ich schon, aber dennoch solltest du ihn nicht heiraten, nur ausschließlich aus diesem Grunde. Das ist ja wohl klar. Oder bist du da am Überlegen? Ja, deshalb bin ich gerade ein bisschen durcheinander. Mhm. Jetzt nochmal, ich habe das am Anfang, das war ein bisschen verwurstelt. Ihr habt wirklich nur telefoniert miteinander bisher? Ja. Das ist aber sehr teuer, nach Afrika zu telefonieren. Ja, ist sehr teuer. Aber hallo, ne? Wie das finanzierst du? Wie finanzierst du das? Also meine Mutter gibt mir auch manchmal ein bisschen Geld. Ja. Und dann mit dem Handy ist das überhaupt teuer. Das kann ich mir vorstellen, ja. Hast du denn schon mal ein Bild von ihm gesehen? Ja, ich habe einige Fotos von ihm. Ja. Will der denn jetzt mal zu Besuch kommen? Ja, er ist gerade dabei, sein Visum zu machen. Mhm. Oder er geht in die deutsche Botschaft da. Mhm. Und, ja. Und seine Schwester hat ihn eingeladen. Ja. Erstmal für 3 Monate. Ja. Und er sollte heute sein Visum bekommen. Ja. So, jetzt sagst du mir nochmal doch bitte, was du so, sofern man das überhaupt sagen kann, wenn man nur mit jemandem telefoniert hat, was du für Gefühle für diesen Mann hast. Also er ist mir schon ziemlich wichtig. Mhm. Auf welcher Sprache sprecht ihr? Englisch. In Englisch. Und du kannst das so gut, dass ihr euch auch intensiv unterhalten könnt. Also so gut kann ich nicht Englisch, nicht perfekt, aber ich kann schon so, dass wir uns unterhalten können. Ja, und er auch? Er auch, ja. Ja. Aber so die wirklich so intensiven Gespräche konntet ihr noch nicht führen? Naja, dann übersetzt seine Schwester auch schon mal. Gut, das geht ja so alles nicht am Telefon so lange. Nein. So, der ist hier in irgendeiner Weise sympathisch und das war es dann auch, ne? Wer hat dich denn jetzt auf die Idee gebracht mit dem Heiraten? Deine Freundin? Ja, und er auch. Die haben schon darüber auch gesprochen. Aber letztendlich aus dem funktionalen Grund, weil er dann hier bleiben kann. Mhm, das wäre ja. Wär dann ja eine Sache, die mit der du dich unter Umständen auch strafbar machen würdest. Ja, aber wenn wir uns auch mögen, dann... Naja, also mein Cousin hat auch schon gesagt, was machst du bloß für Sachen? Mhm. Der ist auch ein bisschen skeptisch. Deswegen. Also Nathalie, also wirklich, ich finde, dass man da gar nicht groß diskutieren sollte, dass du sollst das nicht machen. Du kennst diese Menschen null. Überhaupt nicht. Wenn du den jetzt kennenlernst, der kommt ja zu Besuch hierher. Ja. Und dann lernen den doch erstmal kennen. Und dann kann man ja immer noch weiter gucken. Aber wenn nur... Der Grund des Heiratens darin besteht, dass du ihn hier, dass er nach Deutschland kommen kann, rate ich dir aber wirklich eindringlich davon ab, das zu machen.
Ja, ich weiß ja selber, dass das ein bisschen verrückt klingt, aber irgendwie ist er mir schon auch ganz wichtig. Und ich habe mich auch ein bisschen schon in ihn verliebt, obwohl ich ihn noch nicht gesehen habe. Ja, komm, da bremsen wir mal ein bisschen. Ne, mit dem Verliebtsein, das kann man sich auch immer ein bisschen einreden. Du kennst diesen Mann nicht. Da können wir drüber sprechen, wenn du den erstmal gesehen hast. Ja. Hm? Was sagen denn deine Leute, hast du gerade ja schon gesagt, da gibt es Leute, die zu dir auch sagen, du sollst das nicht machen. Ja. Wer denn noch? Was sagen deine Eltern denn zum Beispiel zu dem Vorhaben? Also meine Mutter hat gar nichts dazu gesagt. Komisch, warum nicht? Habt ihr kein gutes Verhältnis? Doch, wir haben ein super gutes Verhältnis. Wie, und dann sagt ihr, ja, mach mal so oder so, ist ja das egal? Die hat schon auch so, ich weiß nicht, gesagt, wenn ich dann Oma werde und so, ich weiß nicht, die ist irgendwie gar nicht dagegen. Wie viele Leute sind denn jetzt dagegen? Nur mein Cousin. Hast du denn eine beste Freundin? Ja. Was sagt die? Die kommt auch genau von dieser Gegend, wo er kommt, und die ist natürlich begeistert. Die ist begeistert, achso. Dass ich, ja. Also Natalie, ich habe dir ganz klar meine Meinung gesagt, dass du das auf keinen Fall tun sollst. Auf keinen Fall. Ja, ich werde ihn ja treffen, wenn er nach Deutschland kommt, und dann kann ich es ja immer noch überlegen. Dann unterhalten wir uns nochmal. Okay. Ne, wenn du ihn getroffen hast, rufst du mich nochmal an. Wenn du ihn ein bisschen so kennengelernt hast, vielleicht nach so nach 4 Wochen oder so, du sagst 3 Monate bleibt er, ne? Ja. Dann unterhalten wir beide uns nochmal. Meldest du dich nochmal? Okay, mach. Ja, das fände ich eine ganz gute Idee. Und ich wollte noch kurz was sagen. Ja. Ich lerne irgendwie immer so Typen kennen, wo ich mir nicht sicher sein kann oder so. Bei mir, ich habe noch nie so einen Mann kennengelernt, wo es alles so einfach ist. Ich weiß nicht, wieso. Ich gerate immer an irgendwelche Leute, die nicht gut für mich sind. Ja, deswegen, also wenn du das schon so für dich schon festgestellt hast, ne, wäre ich an deiner Stelle umso vorsichtiger, mich in irgendwelche Dinge einzulassen. Du bist noch so jung, du bist 18 Jahre alt, du hast eine ewig Zeit vor dir zu suchen, und manches braucht in der Liebe eben wirklich sehr lange, bis man den Menschen gefunden hat, der wirklich zu einem passt. Sei vorsichtig, sei wirklich vorsichtig. Mach nichts Überstürztes, egal jetzt in welcher Beziehung. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt so sagen darf, aber ich würde gern, wenn irgendwelche Leute zuschauen, die mich gerne kennenlernen würden, dass die dann vielleicht bei euch melden und dass ihr dann... Ja, Natalie, das mache ich nur in wirklichen Ausnahmefällen, bei schwerkranken Leuten oder wenn wirklich ein ganz besonderer Fall vorliegt. Sonst werden wir hier so eine Kontaktbörse, und das möchte ich nicht. Dann sind wir nur damit beschäftigt, irgendwelche Leute zusammenzubringen. Das mache ich nur in Ausnahmefällen, wo wirklich Not ist und was Dringendes ansteht. Okay, das verstehe ich. Ja. Liebe Natalie, also wir verbleiben so, dass du dich meldest, wenn du den so, sagen wir mal, 4 Wochen beobachtet hast, okay? Okay, vielleicht sage ich dann schon was ganz anderes. Vielleicht, ja, vielleicht. Also du meldest dich. Okay, ich melde mich. Melde dich am besten über Mail, dann klappt das auch direkt. Okay. Alles Gute, tschüss. Danke, tschüss. Freunde, morgen heißt unser Thema, ich liebe das Leben. Ich möchte mit Leuten sprechen, die euphorische Lebensbefürworter sind. So ganz generell, die vielleicht so auf die Welt gekommen sind und die sagen, Mensch, das ist das Tollste überhaupt, dass wir leben, und ich bin darüber sehr glücklich. Ich möchte aber auch gerne mit Leuten reden, die in ihrem Leben mal einen sehr schweren, aber wirklich einen sehr schweren Schicksalsschlag hatten, der manch einen anderen Menschen kaputt gemacht hätte. Aber ihr sagt, egal was da passiert ist, ich liebe das Leben. Ich finde das ganz toll. Und ich möchte auch mit Leuten reden, die gerade aktuell in einer schwierigen Lebensphase sind, beruflich oder gesundheitlich oder beziehungsmäßig, was auch immer. Und trotzdem sagen, Mann, auch wenn alles ganz schwierig ist und ganz schwer ist, ich liebe das Leben. Ich bin ganz begeistert und freue mich daran, dass ich existiere. Also das ist unser Thema morgen. Ich liebe das Leben und ich freue mich auf euch, mit denen ich dann reden werde. 0800 220 50 50. Ab 0 Uhr könnt ihr morgen anrufen, wie immer. Und natürlich auch während der Sendung. Jetzt begrüße ich herzlich den Alex. Alex ist 27. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo Alex.
Gehst du schon nah ans Telefon? Es klingt so ein bisschen ver... Ja, jetzt besser? Jetzt besser, ja. Super. Ja, du hast gerade schon gesagt, Schicksalsschlag, das passt eigentlich gerade so ganz gut. Hm. Und zwar, ich bin ja, wie gesagt, erst 27 Jahre alt, hatte seit meiner Geburt Probleme mit der Prostata. Seit der Geburt? Ja, seit der Geburt. Das ist ja sehr ungewöhnlich als Säugling, aber es hat sich halt so ein bisschen abgezeichnet. Es hat angefangen mit einem kleinen Fettgewebe, hat sich dann über die Jahre zu einem richtigen Tumor entwickelt. Als Kind schon? Als Kind schon, ja. So, das hat, als Kind war es, wie gesagt, noch diese Fettgeschwulst, die dann auf die Prostata gedrückt hat. Das hat halt, da hat man halt gemerkt, man kriegt Probleme mit dem Harn und dem Stuhlgang und diese Sachen. Man konnte es leider nicht behandeln. Und jetzt vor 2 Jahren hatte ich festgestellt, ganz zufällig beim Arzt gewesen, ganz normal eine Untersuchung gehabt, halt mit Ultraschall und allem Möglichen, dass dieses Ding tatsächlich ein Tumor geworden ist. Moment mal, hattest du nicht gerade gesagt, dass schon als Kind man einen Tumor dann festgestellt hat? Nee, das hat sich erst entwickelt. Also das war, wie gesagt, erst dieses Fettgewebe. Achso, dann bist du so durch deine Jugend und Pubertät, ist es relativ normal gelaufen. Genau, das ist relativ normal gewesen. Ja. Und es wurde jetzt erst vor ein paar Jahren festgestellt, dass es erst, dass es überhaupt ein Tumor ist, dass es sich zu einem Tumor entwickelt hat. Und wie lange hattest du denn diesen Tumor schon in dir? Kann man das so rekonstruieren? Das kann man ungefähr sagen, ja. Also aufgrund der Größe haben die mir gesagt, dass das, seitdem ich wahrscheinlich 22 Jahre alt bin, seitdem das wahrscheinlich schon ein richtiger Tumor ist. Nur die Ärzte das wohl nie so richtig erkannt haben und immer noch gesagt haben, nee, hat sich nichts verändert. Und bist du inzwischen operiert worden? Ja, also ich habe eine richtige Prostata-OP, wie man das ja von den guten alten Herren kennt, gemacht worden. Und da ist auch das große Problem dann entstanden. Ich weiß wahrscheinlich nicht jeder, dass wenn man eine Prostata-OP hatte, das ist ja eine Drüse praktisch, die der Sperma produziert. Man hat halt eine ganz normale Erektion weiterhin, kann dann aber, wenn man einen Orgasmus hat, sage ich mal, hat man keinen Spermienerguss mehr. Überhaupt nicht mehr? Überhaupt nicht mehr, da kommt einfach nichts mehr raus. Ist die Prostata ganz entfernt worden? Die ist komplett entfernt worden, weil ja dieser Tumor praktisch die ganze Prostata eingenommen hat. Die musste praktisch mit entfernt werden, also da konnte man nichts trennen. Hat denn dieser Krebs, dieser Tumor, hat der schon gestreut in den Körper? Nein, Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank nicht. Ich habe eine ganz, ganz kurze Chemotherapie gehabt. Zum Glück, es ist auch dieses typische Haarausfall und sowas, man hatte gar nichts, was mir sehr, sehr zum Vorteil war, weil ich auch noch nebenbei in der Modelbranche tätig bin. Ich model relativ erfolgreich für eine sehr große Firma, was gleichzeitig mein nächstes Problem war, weil ich war in einer festen Beziehung während der letzten 4 Jahre. Und ich muss dazu sagen, es ist ja jetzt so, dass ich seit einem Jahr komplett impotent bin, leider, weil es sich bei der Prostata-Operation irgendwann nun mal einfach automatisch ergibt. Und bei mir ging das leider sehr, sehr schnell. Ach so, aber du hattest gerade gesagt, dass man eine Erektion durchaus bekommt, aber keinen Samenerguss. Richtig. Aber du bekommst auch keine Erektion mehr. Ja, ich wurde vor 2 Jahren operiert. Ja. Ein Jahr lang bekam ich diesen Samenerguss nicht und seit einem Jahr bin ich komplett impotent. Also ich bekomme überhaupt keine Erektion mehr. Und da gibt es auch keine Hilfsmittel, die entsprechenden Potenzpillen? Ja, also man kann es versuchen, aber dadurch, dass es halt, wie gesagt, ein Eingriff ist und ziemlich stark eingegriffen wurde, es gibt einfach keinen Platz mehr für diese Hormone einfach. Da ist einfach nichts mehr, was diese Hormone anregt oder beziehungsweise nicht mehr steuern kann. Heißt das denn auch, dass du keine Lust auf Sexualität hast? Doch, die Lust ist da. Es ist ganz, ganz seltsam. Man merkt es im Körper wirklich, man spürt es, man merkt, man hat Lust, man möchte es gerne. Aber es hört einfach auf. Man kennt ja dieses Orgasmusgefühl, ist ja dann irgendwie dann doch in der Bauchregion irgendwo. Da hört es dann irgendwann auf. Also das ist einfach, es geht nicht weiter. Man merkt, da tut sich nichts. Man kriegt zwar Lust, aber es geht irgendwann nicht mehr weiter. Also und du kannst auch, also bei allen Bemühungen, du kannst dich auch nicht selbst befriedigen. Nein, das geht nicht mehr. Man hat versucht, also man versucht zwar mit Filmchen, man versucht zwar mit, wenn man eine attraktive Frau kennenlernt und das ist halt das Problem. Man muss sich ja praktisch die ganzen Ausreden da hinstellen und dann vorher schon wissen, was man da sagt. Weil das ist natürlich wirklich hart für jemanden, der sehr 27 ist. Das ist wirklich sehr hart. Gerade das ist es ja. Also ich bin eigentlich ein sehr, sehr ehrlicher Mensch, aber ich sag dir ganz ehrlich, Domian, dazu sich hinzustellen und zu sagen, pass auf, ich bin impotent, ich kann nicht mit dir schlafen, das ist einfach extrem schwierig. Das heißt, du hast keine Beziehung im Moment? Nein. Und bist entsprechend wahrscheinlich auch sehr gehemmt, irgendwie auf Frauen zuzugehen. Weil irgendwann kommt das Thema. Und genau, also das ist ganz komisch. Es entwickelt sich sehr, sehr seltsam. Weil ich sag mal so, ich sage auch ganz ehrlich, jetzt ohne, dass es vielleicht arrogant rüberkommt. Ich weiß, dass ich ein gewisses Aussehen und eine gewisse Wirkung auf Frauen habe. Lerne sehr, sehr einfach und sehr, sehr leicht Frauen kennen. Wobei ich immer versuche, natürlich immer möglichst lange dieses Platonische aufzubehalten. Natürlich möchte man da nicht sofort ins Bett. Leider ist es dann so, man lernt halt Frauen kennen, die dann auch sofort gerne mit einem Sex hätten. Und
Naja, es ist halt schwierig, ne? Dann kommt halt, ja, ich bin jetzt nicht so einer, der gleich mit dir ins Bett springen würde, ich würde dich erstmal gern so kennenlernen oder ich hänge noch zu sehr an meiner Ex-Freundin, das sind halt Sachen. Man muss halt gucken, man muss den Menschen kennenlernen, wie der darauf reagiert. Man merkt schon. Also ich merke sehr oft schnell, wenn ich jetzt sagen würde, es ist eine Impotenz da, dass diese Frau weg ist. Klar. Das schade ist. Das heißt, es müsste sich irgendwann eine sehr, sehr glückliche Konstellation ergeben, dass du auf eine Frau triffst, die sich damit arrangieren kann. Richtig, die dann sagen kann, gut, dann müssen wir halt einen anderen Weg der Befriedigung finden. Es gibt ja auch andere Sachen. Das ist halt natürlich, glaube ich, auch für eine Frau, also das habe ich mit meinem Psychologen sehr oft durchgesprochen, nicht nur, die Frau darf ja nicht nur ein Problem damit haben, dass der Mann keine Erektion hat, sondern sie muss ja auch denken, so, sie muss ja auch so weit denken können, dass sie sagt, gut, dass es für ihn jetzt kein Problem ist, ja, genau, dass ich ihn annehme. Genau, ja, ja, ja. Mensch, Alex, ich hätte gern mit dir länger gesprochen. Jetzt ist die Sendung vorbei. Ja, schade. Sehr schade. Ich wünsche dir dennoch von Herzen alles Gute, wirklich. Danke dir, Domian. Alles gut. Super Sendung. Ich werde dir auch noch mal ein Kompliment machen. Dankeschön, sehr nett von dir. Das ist echt der Erste, mit dem ich darüber so offen geredet habe. Super. Sehr nett, dass du sagst. Mach's gut, alles Gute. Tschüss, alles Alex. Gute, danke, tschüss.